Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute gibt es zur Abwechslung mal wieder einen kleinen Haul. Ich muss sagen, ich koloriere in letzter Zeit sehr viele Stempel, einfach um mich selber ein bisschen runterzubringen. Denn wie der ein oder andere weiß, komme ich aus dem Epizentrum des Coronaviruses, heißt Kreis Heinsberg. Und es ist natürlich sehr spaßig hier bei uns. Also so wie bei euch allen wahrscheinlich auch. Die Leute, die drehen, oder bei uns haben sie auf jeden Fall am Anfang extrem am Rad gedreht und haben hier alles leer gekauft und sind nicht mehr auf die Straße gegangen und weiß der Geier, was hier los ist. Mittlerweile hat sich alles ein bisschen normalisiert, aber um uns herum fängt es jetzt an, ein klein wenig abzuspacen, so wie ich das gerne nenne. Mein Mann und ich, wir sitzen auch hier und haben auch langsam minimale Existenzängste, weil wir sind ja selbstständig und es ist schwierig, sagen wir mal so. Wir hoffen, dass sich das alles ganz schnell wieder einkriegt und sind da auch guter Dinge. Wir haben auch groß keine Angst jetzt vor diesem Virus an sich, weil sind wir mal ehrlich, es ist im Endeffekt eigentlich nur ein Grippevirus, der sich jedes Jahr verändert. Aber es ist natürlich in diesem Fall sehr, sehr, sehr schwierig für Leute mit Vorerkrankungen oder auch ältere Menschen und so. Und ja, es ist eine blöde Situation momentan, ich glaube für uns alle, aber da müssen wir durch. Ich versuche das Ganze positiv zu sehen und habe einfach mal eingekauft, weil am Wochenende sitzt du halt zu Hause und unter der Woche gehen wir ganz normal arbeiten, aber am Wochenende sitzt du natürlich zu Hause und kannst jetzt hier auch groß nichts reißen. Also habe ich geshoppt. Ich habe Stempel, ich habe Stanzen, ich habe Papier und ich habe einen kleinen Stickerbogen. Das möchte ich euch heute zeigen und ich denke, dass im Anschluss auch, also jetzt nicht jetzt hier direkt im Anschluss, aber im Anschluss auch ein paar Anleitungsvideos dazu kommen, weil also ich persönlich, ich bin jetzt nicht so stanzenversiert, aber machen wir gleich. Also ich würde sagen, wir starten jetzt erstmal mit den Stempeln und da sind ein paar Schätzchen dabei, die wollte ich schon super lange haben. Ihr wisst selber, wenn gerade was rauskommt, ich bin immer die Letzte, die da dran kommt, weil ich das einfach nicht mitbekomme. Und so war das auch bei diesen Stempelsets größtenteils, aber ich habe es jetzt endlich bekommen. Ich starte jetzt auch einfach mal mit dem, was ich also ich weiß nicht, wie viele Wochen, Monate ich da hinterher war. Es ist dieses kleine Scheißerle. Und ich liebe es. Ich habe schon jeden einzelnen Stempel hiervon koloriert, glaube ich, abgestempelt und koloriert. Ich konnte auch nicht warten im Video. Ich habe hier direkt ein Misti-Tool rausgekramt und meine Buntstifte und habe hier, wie gesagt, stundenlang koloriert, weil, sind wir mal ehrlich, irgendwann kann man das Corona-Gedönse auch einfach nicht mehr hören. Ne? Klar, Vorsichtsmaßnahmen in allen Ehren und so, aber ich brauche jetzt nicht all Fuchs was drüber lesen, was drüber hören. Leute, ich bin schon so weit. Ich höre schon TKKG. Ich habe in meinem Leben, ich bin der Bibi Blocksberg-Typ, ne? Ich habe in meinem Leben noch nie TKKG gehört, aber mittlerweile denke ich, komm, Hauptsache irgendwas anderes. Und jetzt höre ich halt TKKG, während ich koloriere. Und das ist ein XXL-Stempelset. Das ist auch teurer als ein normales Stempelset von My Favorite Things. Ich glaube, das kostet um die 20 Euro oder ich glaube sogar 25 Euro. Das ist aber auch verhältnismäßig groß. Und ich denke, der Preis ist gerechtfertigt. Weißt du, wenn wir hier für so ein kleines Ding schon 18 Euro ausgeben, dann können wir auch für so ein großes Teil mal 20 oder 25 Euro ausgeben. Zumal das einfach auch universell einsetzbar ist. Und es sind so kleine Polaroid-Schnappschüsse. Das ganze Ding hier heißt auch Picture Perfect. Und wie gesagt, das sind halt kleine Schnappschüsse, Polaroids quasi. Ich meine, da gibt es auch irgendwie eine passende Stanze. Aber ich glaube, ich habe eine von Lawn Fawn, dass das wahrscheinlich auch funktionieren würde mit dieser Stanze von Lawn Fawn. Moment mal eben. Das ist hier das kleine Teil. Lass mal eben gucken. Guck mal hier. Ja, gut, das ist vielleicht ein kleines bisschen größer, aber dann hat man halt nochmal zusätzlichen Rahmen drum. Finde ich jetzt eigentlich auch nicht verkehrt. Was man aber auch super machen kann, dass ich habe den Trick mal irgendwo gesehen, aber fragt mich auch nicht wo. Ist schon Jahre her. Wenn ihr jetzt zum Beispiel, ihr nehmt euch jetzt das Schneidebrett und ihr habt ja hier immer dieses Plastikteil, ne, was man runterdrückt, damit das nicht verrutscht quasi. Wenn ich jetzt diese Linie anlege, ich hole es mal eben hoch, ihr seht hier endet dieses Plastikteil, ja, und wenn ich den schwarzen Rand von diesem Polaroid jetzt bis zu dem Ding schiebe, so quasi, ja, und dann das Schneideding runterdrücke, achtet, einmal so, habe ich einen richtig schönen geraden Abstand und wenn ich das an allen Ecken mache, beziehungsweise hier, hier und hier und das, was länger lasse, habe ich auch mein Polaroid-Foto. Also eine Stanze passend dazu ist jetzt auch nicht zwingend notwendig. Man muss sich nur zu helfen wissen. Das ist übrigens hier ein so ein kleines
Ja, beim Hund hatte ich noch Bock, bei der Katze hat es dann aufgehört. Deswegen sieht die Katze nicht so schön aus. Aber der Hund ist, glaube ich, der ist mir relativ gut gelungen, muss ich sagen. Ich bin ja auch so ein, ich kann eigentlich gar nicht so gut kolorieren. Also es ist immer mehr Glück als Verstand. Und ich mag einfach meine Stifte, weil ich die so schön mischen kann. Und ich brauche auch jetzt zum Beispiel für einen Hund nicht 8 Stifte in verschiedenen Grautönen. Ich mache das grundsätzlich immer mit 2 Stiften und mit Druck, mit dem ich dann arbeite. Funktioniert ganz gut. Naja, auf jeden Fall, um mal zurückzukommen. Auf dieses Stempelset. Wir haben hier diese kleinen Hamster. Das sind meine absoluten Favoriten, weil es sind halt einfach kleine Hamster. Und guck mal, wie die gucken, ne? Dann haben wir noch Hunde, Katzen, ein Faultier und natürlich ein paar Affen. Ja, also man hat hier noch so ein paar kleine Sprüche dabei. Zum Beispiel, Our friendship is picture perfect oder We just click and you're Insta famous, Hashtag Insta famous, you're so cute, keine Ahnung. Kann man aber mit sämtlichen Sachen kombinieren. Man kann die kleinen Elemente auch einfach ausschneiden und separat verwenden. Das finde ich ganz schön. Also bei dem hier wird es jetzt vielleicht was schwierig, aber bei den beiden hier oder bei denen oder bei den kleinen Hamstern, bitte, wie süß die einfach sind, ne? Da kann man das auch einfach schön ausschneiden, ohne Rahmen und kann das einfach, ja, anders verwenden und nicht so tun, als wäre es halt ein kleines Foto gewesen. So, das ist das. Und ich glaube, das kam raus vor 3 Monaten oder was, ne? Und dann hat man aber auch wirklich 3 Monate, das war ratzfatz überall ausverkauft. Ich bin noch nicht mal dazu gekommen, richtig zu gucken. Da war das schon ausverkauft. Und ich bin so froh, dass ich das endlich habe. Ich kann es nur jedem weiterempfehlen. Dann geht's weiter. Habe ich mir diese kleinen Köche hier bestellt. An denen bin ich jetzt auch schon länger mal also eigentlich schon ein paar Jahre dran vorbei stolpert. Aber ich habe immer gedacht, nö, eigentlich brauchst du die nicht. Und wie kolorierst du die denn? Weil ich aber, wie gesagt, momentan so im Koloriermodus bin, habe ich natürlich darauf geachtet, dass ich auch was kolorieren kann. Und bei denen ist mir das ganz praktisch vorgekommen. Und ich fand es ganz passend, weil ich mir nämlich so ein Rezeptbuch machen möchte. Weil meine Schwiegermutter, mein Mann ist ja hat indonesische Wurzeln, meine Schwiegermama ist Indonesierin und die bringt mir die ganzen Rezepte bei. Die ganzen Rezepte, die sie halt so kocht, ne? Weil mein Mann interessiert sich dafür nicht und der Rest irgendwie auch nicht. Und ich finde das richtig cool, weil wenn meine Schwiegermutter mal nicht mehr kann oder auch irgendwann vielleicht mal nicht mehr ist, dann leben die Rezepte weiter und das finde ich irgendwie ganz wichtig. Und da habe ich mir dann, schreibe ich mir natürlich immer alles auf, aber nicht so vernünftig, sondern mehr hier auf so Zetteln, ne? Wie meine Anleitung auch. Und dann sammle ich das immer in einer Box. Und es wäre halt schön, wenn ich dann mal ein kleines Rezeptbuch habe. Und da fand ich die kleinen Köche einfach schön. Und hier noch ein paar Sprüche dabei. Das Ganze heißt Recipe for Happiness. Und das fand ich irgendwie ganz süß. Ja, so als Basis auf jeden Fall, dass man hier mal einen kleinen Koch oder hier mal eine kleine Kochmütze oder so hat. Und dann Schneebesen hat man auch noch dabei, Pfannenwender, Löffel, Pfanne, Topf, alles, was man für ein Rezeptbuch so braucht. Und deswegen, ja, habe ich mir das mitgenommen. Boah, weiter geht es mit der kleinen Mäuseparade. Und die finde ich auch schon, die fand ich so süß. Also ich habe mich da wirklich letztes Wochenende, als wir nicht rausgegangen sind, lag ich im Bett und habe da rumgescrollt und ich habe wirklich alle Stempel durchgeguckt, die momentan verfügbar waren, weil ich wollte es halt schnell haben. Ja, und dann sind mir die ins Auge gesprungen und die fand ich einfach total süß und deswegen musste ich die haben. Gibt es auch eigentlich groß jetzt nichts zu sagen. Das heißt Strike Up the Band, auch von My Favorite Things. Und ja, da hat man halt auch mal ein paar Sprüche dabei. Follow the music in your heart, you rock it. Without you, life would be flat. Das habe ich jetzt nicht so verstanden. Das sind ja immer so Sprüche, die auch zum Stempelset passen, aber manche Redewendungen im Englischen verstehe ich halt nicht und ganz viele auch nicht. Deswegen lasse ich das meistens weg. Aber so you rock it, das raffen wir ja alle, ne? Ja, das war es hiermit. Dann, oh Leute, von CC Designs. Ich hasse Halloween und ich finde es auch ganz gruselig, wenn man Halloween-Karten bastelt, weil ich immer denke, wofür? Ich brauche es ja nicht, weil wem schenkst du denn eine Halloween-Karte? Die sehen immer klasse aus, also versteht mich da nicht falsch, wenn einer unter euch jetzt sagt, so, nee, ich bastel das voll gerne, klar, macht, ne? Aber ich denke immer, ja, ich wüsste jetzt nicht, wem ich schenken soll, deswegen, aber die hier konnte ich nicht liegen lassen, weil jetzt bitte guckt mal, wie die gucken. Tada! Das ist eine Fledermaus und die sieht so schäl aus. Und am allergeilsten fand ich das da, wo man sich denkt, was genau bist du eigentlich? Ich habe es bis jetzt noch nicht raus. Ich gehe mal stark davon aus, es ist eine Spinne. Wenn man es so rumdreht, sieht es aus wie ein Minion. Und ich glaube, das sind die Zähne hier unten, die dicken Dinger und dann halt die schäle Brille. Vielleicht ist es auch ein.
Wie heißt der da vom Frankenstein? Frankenstein. Vielleicht ist es auch ein Frankenstein. Ich habe keine Ahnung. Ich habe das Stempelzett abfotografiert und meiner Schwester geschickt und die antwortete dann Oggedi Boggedi Bu. Und ich sah, was ist los mit dir? Das ist der Stempel. Das habe ich überhaupt nicht gesehen. Was bitte soll das bedeuten? Ugidi Boogidi Bu. Also es ist schon ein Halloween-Set. Aber ja, eins, was man halt auch einfach so gebrauchen kann. Also wenn dem könnte man jetzt ein Partyhütchen anziehen und dann wäre es eine Geburtstagskarte, wisst ihr? Also habe ich auch mal ein bisschen rumkoloriert. Also probiert auf jeden Fall, weil ich koloriere nicht oft mit Farben. Meistens ist es braun, grau und schwarz. Und ja, da habe ich mal mit Lila ein bisschen rumgespielt. Ja, heute geht jetzt so. Aber ich weiß nicht, finde ich irgendwie geil. Auch mit dem Spinnennetz und so, das kann man bestimmt auch so zwischendrin, ne, mal gebrauchen. So nach dem Motto, bist du schon eingestaubt, Happy Birthday oder was. Aber ja, das Ding ist von CC Designs, wie gesagt, und das heißt Bat and Spider. Also wird es ein Spider sein. Ja, wenn man sich das mal vorher durchgelesen hätte, wäre ich auch drauf gekommen, dass es eine Spinne ist. Was ich ein bisschen blöd finde, das ist aber meistens irgendwie bei CC Design, egal wo ich es bestelle, mir gehen die Schutzhüllen hier kaputt. Und weil ich ja alles immer in meinen Schutzhüllen bunker, habe ich das hier zusammengeklebt mit Washi-Tape, sodass ich das hier unten trotzdem noch vernünftig aufkriege. Okay, Vorführeffekt. Seht ihr so, und dann kann ich das hier rausnehmen. Ich mag das einfach lieber, weil ich direkt weiß, ah, CC Designs, ah, my favorite things. Und ich weiß komischerweise auch, was ich hier habe. Und da muss ich auch kein, weiß ich nicht, viele packen sich das ja ab und heften das in Ordner. Also so viel ist es bei mir, glaube ich, gar nicht. Ich habe das alles im Kopf und deswegen lasse ich das einfach immer so in meinen Boxen stehen und bin dann auch beim Durchblättern einfach viel schneller. Ne? Jo, das ist das. Ah, ich habe noch eins. Genau, das ist, ich glaube, das ist sogar relativ neu. Das ist von Lawn Fawn und heißt Easter Before and Afters. Und das ist für Ostern. Genau, weil Ostern ist ja bald und das fand ich ganz süß, weil da sind halt Hasen drauf und das passt zu Ostern. Und ich hab Osterstempel, ich habe sogar viele Osterstempel und Stanzen, aber ich habe gedacht, naja komm, immer mal auch jedes Jahr ein kleines bisschen was Neues. Und dann habe ich mir hier dieses Set für 7, 8 Euro mitgenommen. Ich habe jetzt wohl auch gedacht, das ist ein bisschen größer, muss ich ehrlich sagen. Ich hätte mir gedacht, dass der Korb ungefähr so ist. Aber ja, so geht's auch. Ich denke auch, dass der so, wir haben ja einmal einen mit Hasen und einmal ohne. Wenn wir das abstempeln, ausschneiden bzw. ausstanzen und dann übereinander kleben, hat man vorne und Rückseite, glaube ich, auf jeden Fall, dass das so gedacht ist. Ich habe es noch nicht ausprobiert, um ehrlich zu sein, aber die sind halt voll süß. Guck mal, die malen die kleine Eier an und dann kann man mit dem kleinen Mini-Gesicht hier oben, kann man den Eiern auch noch ein Gesicht verpassen. Ist voll mein Ding. Ja, und das war es hier eigentlich auch schon mit den Stempeln. Ich habe eigentlich mehr Gummi gegeben, was die Stanzen angeht, aber wir machen erstmal weiter mit dem Papier, weil das geht schneller. Es sind 4 Blöcke insgesamt. Es ist einmal mal wieder ein neuer Glitzy-Block. Den bestelle ich immer mal wieder mit, weil ich es immer gebrauchen kann einfach. Und ich mag diese Farben hier drin. Ich muss das mal eben aufschneiden. Ich habe mein Cuttermesser verlegt. Ist jetzt nicht so, dass das hier ein Riesenzimmer ist, aber trotzdem ist es unauffindbar. Dann gucke ich mal, ob ich das hier mit der Schere hinkriege. Weil das ist natürlich schön. Beim letzten Mal konnte ich euch das ja nur zeigen. Mit den paar Blättern, die noch drin waren. Aber jetzt haben wir ja die Möglichkeit, mal eben reinzugucken. Für die es interessiert. Ja, super, Janine. So. Ja, gut, jetzt sieht man es auf jeden Fall von der einen Seite. Ihr seht, wir haben hier Türkis, wir haben Grün, Grau, aber ein schönes Grau. Wir haben Rosa, ein bisschen Pink, Blau, Lila. Das ist so ein Kupfergoldton, Silber natürlich. Das ist mein Lieblingston. Das ist so eine Art Taupe, würde ich jetzt mal sagen. Und natürlich nicht zu vergessen auch Gold. Ja, wie gesagt, das bestelle ich immer mal wieder mit, wenn es halt gerade verfügbar ist. Na, das ist öfter mal ausverkauft, aber ja, jetzt hatte ich halt Glück, ne? So, weiter geht's mit einem Papier von Lawn Fawn. Das heißt Hello Sunshine. Und es ist halt schön frühlingshaft und da ist meine Biene drauf. Und ich sage immer meine Biene, weil das ist die Biene, war mein erstes Tattoo. Die habe ich mir doch tatsächlich auf meinem Fuß verewigen lassen. Richtig schlecht. Ich glaube, so die ersten Tattoos sind immer die schlechtesten. Weil die Leute damals auch noch nicht so fein stechen konnten. Ich bin ja auch jetzt nicht mehr so, ich bin ja ein bisschen älter. Lass mich das mal eben aufschneiden. Auf jeden Fall hat die gesagt, ja, ja, das machen wir ganz fein. Ja, ganz fein ist jetzt quasi schon, das wird halt immer dicker am Fuß. Ne? Also es blutet quasi aus, die Farbe. Und deswegen bin ich immer froh, wenn ich die Biene mal so sehe.
So, das finde ich ganz schön. Es ist so richtig schön Frühling. Happy Day ist das. Und bei Lawnfawn hat man natürlich auch immer. Oh, guck mal, das ist ja ein schöner Kartenhintergrund, ne? Wenn man jetzt so die Karte ausschneiden würde, könnte man hier unten was hinsetzen, ist die Karte schon fertig. Weiter geht's. Die Farben gefallen mir, wie gesagt, super gut. Das ist so frisch, fröhlich. Und da ist die kleine Biene. Guckt es euch an, da ist sie doch. Einfach so süß. Ich glaube, das ist jetzt auch schon mein Lieblingspapier. Ein paar Herzchen, ein paar Sternchen, Hello Sunshine, Happy Day. Und dann wiederholt sich das Ganze. Also wir haben von jedem Papier insgesamt drei Stücke mit drin. Und das ist hier immer so, was mir wohl bei diesen bei den Lawnfawn-Papierblöcken nicht gefällt, ist, sobald man ein Papier rausreißt, zerfällt der komplette Block. Also ich hatte, glaube ich, noch keinen Block von Lawnfawn, der heile geblieben ist. Man hat immer drei Teile in der Hand, mindestens. Und das, ja, dann stellt man es immer hintereinander auf, aber irgendwie, ich weiß auch nicht. Ja, aber gut, ich meine, Papiere sind trotzdem schön und das würde mich jetzt nicht davon abhalten, diesen Block nochmal zu kaufen. So, dann haben wir einmal den. Den nehme ich jetzt mit raus. Den habe ich mir jetzt in der Bestellung nicht bestellt. Das ist zwar schon von der letzten, wann auch immer das war. Aber ich wollte ihn nochmal nachbestellen, aber das habe ich offensichtlich nicht so hinbekommen. Also ich gehe dann auch nicht ins Bastelzimmer und gucke, wie hieß denn das? Ich denke dann, oh ja, das wird es wohl sein und dann bestelle ich es halt. Ne? War es aber nicht. Das wollte ich mir nämlich auf jeden Fall nochmal nachbestellen, weil ich die Farben so traumhaft finde. Die sind so richtig schön. Ach, ich weiß es nicht, ich kann es nicht beschreiben. Ich finde es einfach toll. Die sind einfach so Lollipop. So, als würdest du es gern essen wollen. Und deswegen wollte ich es nochmal haben. Und jetzt habe ich mir halt Over the Rainbow bestellt, anstatt Sweet Celebration. Aber ich glaube, das ist auch machbar. Die sind halt ein bisschen intensiver. So sieht es auf jeden Fall aus. So sieht es auf jeden Fall. Ja, sie sind definitiv intensiver. Ich mag nämlich auch immer lieber diese etwas pastelligeren Regenbogenhintergründe. Das ist mir immer zu mächtig. Obwohl man es immer für Kleinigkeiten gut gebrauchen kann, aber jetzt als Hintergrund halt nicht. Und ja, der ist ganz hübsch, aber der ist natürlich nicht so geil wie der da, ne? Ja, kann man mal gebrauchen, aber ärgert mich jetzt trotzdem, dass es der nicht geworden ist. Sagen wir es mal so. Man muss ja auch ehrlich bleiben hier, ne? Aber gebrauchen kann ich es trotzdem. Gerade um ein bisschen was auszugleichen, ne? Wenn man dann, weiß ich nicht, hier sowas Lilanes hat und dann hat man ein bisschen buntes Klimbim hier vorne. Es ist immer schön, wenn man ein bisschen einen ruhigereren Hintergrund hat. Und ja, dafür ist das eigentlich ganz gut. So, das war es auch schon mit dem Papier. Und jetzt, Leute, jetzt haltet euch mal fest, weil Janine hat richtig Gas gegeben. Wir starten, also ich schiebe jetzt noch mal ganz kurz das eine Stickerbögelchen dazwischen, was ich mir bestellt habe, damit man es kurz gesehen hat. Ist es das hier? Es sind kleine Herzen und die fand ich so süß, dass ich die unbedingt haben musste. Normalerweise kaufe ich mir das nicht so gerne, weil ich es sehr teuer finde. Ich glaube, das kostet 3, 4 Euro. Aber manchmal hat man irgendwie was und das geht einem nicht mehr aus dem Kopf und dann muss man es sich halt kaufen. Ne? Es sind 23 Stück, Heart to Heart von Doodlebug Design und die kann man halt immer mal gebrauchen. Und ich mag Herzchen, die nicht immer so aussehen wie ein akkurates Herzchen. Und ja, deswegen mussten die halt mit. So, und jetzt kommen wir auch zu den Stanzen. Ich starte mal mit Spruchstanzen. Da habe ich mich mal ein bisschen eingedeckt. Die sind so schnell ausverkauft und da war ich froh, dass ich das ein oder andere mitbekommen hat. Das hier ist einmal ganz F. Herzlichen Glückwunsch und über dem C hat man noch so ein kleines Herzchen. Es ist relativ groß, passt also auch vernünftig auf eine Karte und das ist von Fessen Creative. Ich kenne das nicht, aber es scheint was Deutsches zu sein, weil da steht Design by Mundart Stempel, Schweiz. Und ja, habe ich jetzt halt mal mitgenommen, weil das war gerade verfügbar und ich fand es halt einfach schön. Ich mag das, wenn die Schriftarten untereinander ein bisschen variieren. Also Herzlichen ist Blockschrift und Glückwunsch ist dann ein bisschen geschwungener. Und das fand ich halt ganz cool. Ja, einmal das. Dann habe ich von Tonic Studios zwei. Und die sind auch relativ groß. Leute, ich schneide das jetzt nicht auf. Das ist ungefähr so. Irgendwo steht bestimmt auch, wie groß die sind, aber 1,6 mal 1,42 mal 44 Milliliter. Millimeter. Also so.
ne, so groß. Das ist auch ganz hübsch, wenn man einen Stempelabdruck hat, sagen wir mal hier. Und dann kann man dann hier noch dieses Alles Gute darunter klemmen. Das ist ganz hübsch. Und die Schriftart finde ich auch ganz cool. Das sieht ein bisschen aus wie diese Comic, damals bei Word, Comic, bla bla bla. Das mag ich ganz gerne. Ja, dann habe ich hier einmal Alles Gute und einmal Gute Besserung. Die habe ich mitgenommen, weil die kosten auch, glaube ich, nur 2,95. Und da habe ich gedacht, da kannst du nichts mit falsch machen, wenn du die dann endlich mal in deinem Repertoire hast. Dann habe ich hier einmal... Frohe Ostern, aber Frohe Ostern ist schon sehr klein, muss ich sagen. Frohe Ostern, einmal, also einzelne Stanzen, man kann sich die irgendwie so schön drapieren. Die hier, Alles Gute und Gute Besserung, die hängen zusammen. Und die hier auch, herzlichen Glückwunsch. Aber, ja, ist halt sehr klein, ne? Gut, muss ich mal gucken, wie es aussieht, wenn man es dann letztendlich auch mal verwendet hat. Das ist ja, ne, das Sehen ist das eine, aber wie es dann verwendet aussieht, ist natürlich dann auch das andere. Ich bin gespannt. Dann haben wir hier von Craft Emotions einmal Dankeschön und einmal Glückwunsch. Weil Herzlichen habe ich gedacht, ich habe so viele Stempel, da wird wohl irgendwo Herzlichen sein. Gerade von Kreativdepot, da hat man ja auch so ganz viele Stempel mit Dankeschön und herzlichen Glückwunsch. Und dann haben die auch... Herzlichen und Glückwunsch immer in unterschiedlichen Schriftarten. Da habe ich gedacht, dann kann man das vielleicht irgendwie so ein bisschen variieren und das dann vielleicht auf ein Schaumpad setzen oder so oder halt nochmal ausstanzen mit Moosgummi, damit es ein bisschen erhöht ist. Also da kann man dann ein bisschen mit rumspielen und ich fand die Schrift fand ich sehr schön. Es ist die typische Craft Emotions Schrift, also wenn euch das was sagt. Und die mag ich eigentlich ganz gerne. Ja, und Dankeschön hatte ich noch nicht und Glückwunsch war halt günstig und habe ich mitgenommen, ne? So, das sind... Ah, nee, guck mal hier. Ich habe noch zwei. Einmal von My Favorite Things, ganz Effes Happy Birthday. Das ist einfach so eine Blockschrift. Ja, das wollte ich halt haben und deswegen habe ich es mitgenommen, ne? Dann habe ich noch irgendwo... Wartet, lass mich nicht lügen. Ganz F, ein Wow. Weil das bestimmt auch mal ganz nett ist, wenn man das einfach hat. Es gibt keinen Grund, warum ich das gekauft habe. Ich versuche das hier zu begründen, aber ich habe einfach gedacht, cool, die sind nicht so teuer, nimm sie mal mit. Das war der einzige Grund. Du wirst es bestimmt irgendwann verwenden können. Bei denen hier gab es einen Grund, weil die finde ich schön und da habe ich gedacht, das ist ganz hübsch, wenn man in die Mitte dann auch irgendwie den Stempel platziert und drumherum hat man dann den Schriftzug schon ausgestanzt. Da gab es wirklich, die wollte ich schon länger mal haben, die sind öfter mal ausverkauft. Hier ist einmal die Happy Birthday Stanze und hier ist Big Hugs steht da drauf. Also dicke, fette Umarmung. Und die fand ich wirklich ganz toll und da bin ich auch schon länger hinterher. Aber wie gesagt, ich bin immer, wenn ich es dann bestellen wollte, war es ausverkauft. Und war froh, dass ich das jetzt mitnehmen konnte. So Leute, worauf ich mich richtig gefreut habe und was auch einen Grund hatte, außer es war günstig, weil war es jetzt nicht unbedingt. Das ist diese Stanze hier. Habe ich mir extra irgendwann im Dezember oder November oder so, habe ich mir dann Screenshot in der Kreativbundgruppe gemacht. Weil da ging das dann rund und das war richtig geil. Das ist eine Stanze, um Lippen hier, Labellos zu verschenken. Und passend dazu gibt es dann auch hier diese kleinen Plastiknöppelchen. Also man stanzt das aus, dann drückt man das Plastiknöppelchen da rein und dann legt man den Labello da rein und dann kann man sich eine hübsche Verpackung basteln und dann kann man das verschenken. Wie lustig das bitte ist. Das Einzige, was ich jetzt ein bisschen ärgerlich fand, weil das war jetzt nicht verfügbar, es wird irgendwann, weiß ich nicht, mittlerweile ist es vielleicht schon da. Ich kann es euch gerne mal mitverlinken. Vielleicht habt ihr Glück. Das ist so ein Teil, das kommt hinten drauf. Und dann kann man das aufreißen. Das heißt, man muss nicht etwas dünneres Papier benutzen, um von unten dann hier quasi, wie wenn man die Verpackung kauft, ne, so reinzudrücken und das Ganze zu zerstören. Sondern man hat so eine Art Papierreißverschluss. Also man reißt das auf und dann kann man das so rausdrücken. Und das ist eigentlich richtig geil. Aber wie gesagt, es war leider nicht mehr verfügbar und ich wollte es einfach unbedingt haben, weil ich es ausprobieren wollte. Weil wie lustig ist das bitte? Man kann natürlich auch einen Shaker draus machen, so ist es nicht. Aber dafür ist es nicht gedacht. Und ich hoffe, da passt auch ein Labello rein. Ich hole mal eben einen. So, ich habe jetzt mal einen rausgesucht. Und zwar... das ist jetzt so ein etwas kleineres Modell. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber es ist... Also ein Labello, glaube ich, ein richtiger Labello würde da jetzt nicht reinpassen. Ich habe auch noch hier ein... Ja, hier, das ist jetzt so Labello-Größe und... lass mal probieren.
Ja, wird eng, ne? Also das wird, es würde passen, wenn man das ein bisschen drückt, aber ich weiß nicht, ob man es später unten zukleben kann, ohne dass es unschön aussieht. Das müsste man natürlich jetzt probieren. Der ist, wie gesagt, ein bisschen kleiner. Das ist natürlich auch eine amerikanische Stanze, ne? Und die Amerikaner, die haben ja immer diese, das ist, glaube ich, das normale Format. Also wenn ich jetzt so an meine Kinder zurückdenke, wir hatten alle so Lipsmaker. Kennt ihr die noch? Die kam auch irgendwann mal nach Deutschland. Da gab es dann Fanta und Dr. Pepper und Cherry, Erdbeere und was nicht alles. Und die ganzen komischen amerikanischen, lecker riechenden Süßigkeiten. Es kam alles dann in Lipsmaker-Form raus. Und wir hatten dann alle diese Lipsmaker, waren quasi die modifizierten Diddleblätter. Ja, und diese Größe auf jeden Fall, die passt hier perfekt rein. Ja gut, das ist natürlich jetzt ein bisschen unpraktisch, wenn ihr jetzt ein Labello verschenken möchtet. Ich teste das einfach mal aus und dann halte ich euch auf dem Laufenden, sagen wir mal so, ne? So, auf jeden Fall freue ich mich sehr, 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 weil das einfach eine coole Idee ist. Wäre natürlich auch noch cooler, wenn jetzt mal irgendein deutscher Hersteller damit rausrückt und eine macht für richtige Labellos, weil das ist ja so, die Größe ist ja, das ist ja so die Größe, die bei uns eigentlich gängiger ist, würde ich jetzt mal sagen. Also die Größe habe ich jetzt noch nicht so oft gesehen, außer halt von der Marke hier. Keine Ahnung, das ist ja auch nicht jedermanns Sache, so Öko-Labellos, ne? Das riecht ja, also ich mag's, aber viele mögen es halt nicht. Die brauchen halt irgendwas Neutrales oder so, ne? Beauty. Also das ist auf jeden Fall die Labello-Stanze. Weiter geht's und relativ neu und eigentlich auch total unnötig, aber ich wollte es einfach haben, ist das hier. Und zwar steht hier Happy Birthday und das ist eine Pop-up-Stanze. Eine Stanze, die man in die Karte packt. Wenn man die Karte quasi aufklappt, öffnet sich dieses Happy Birthday und es steht dann da. Spreche ich auch so richtig schön Deutsch aus, ne? Happy Birthday. Ja, und das ist, das haut man einmal durch die Big Shot und dann hat man hier auch schon so vorperforierte Falzlinien. Das muss man dann mit dem Finger einfach nur noch nachdrücken. So wie ich das jetzt verstanden habe, ich hoffe mal, dass das so stimmt, weil ich habe es noch nicht ausprobiert. Ja, die wollte ich unbedingt haben und deswegen habe ich mir die mitgenommen und ich bin gespannt. Also das ist, glaube ich, noch das unkompliziertere von denen, die ich mir jetzt gekauft habe. Ich mache mal direkt weiter, weil da saß ich erstmal vor wie der Ochs vom Berg. Es ist die hier. Das ist die Magic Picture Changer Stanzform für diese Karten. Das heißt, wenn man hier oben dran zieht, verändert sich das Bild. Das haben wahrscheinlich auch schon viele von euch, aber ich kann es nur wiederholen. Ich bin immer hinterher und jetzt war sie wieder verfügbar und jetzt habe ich sie mir mal gekauft. Ich bin eigentlich so ein Typ, ich probiere es dann erstmal ohne Stanze, weil so ein Ding ist ganz schön teuer. Ich glaube, das kostet um die 30 € doch, ja. Aber diese Karte, die kriegt man nicht ohne viel Aufwand hin. Und ihr wisst ja, ich mag es nicht so aufwendig. Ich mag, wenn es aufwendig aussieht, aber ich mag nicht eine Stunde an so einem, mag hier nicht eine Stunde dran rumschnitzen. Ne? Da habe ich jetzt auch keine Lust drauf. Deswegen habe ich mir das jetzt halt mal mitbestellt. Aber ich muss ehrlich sagen, als ich da so vorsaß, habe ich gedacht, okay, jetzt suchst du dir aber erstmal ein Anleitungsvideo raus. Habe ich bis jetzt noch nicht gemacht. Ich probiere es auch erstmal so. Aber ich denke, darauf wird es hinauslaufen, dass ich mir wirklich so ein Anleitungsvideo von Lawn von mal reinziehen muss, weil sieht schon kompliziert aus. Vielleicht ist es was anderes, wenn man es dann letztendlich mal ausgestanzt vor sich liegen hat. Aber ja, die Karten sind auf jeden Fall richtig, richtig cool. Da ist ja jetzt auch gerade eine neue rausgekommen, eine neue Stanzform. Das ist so ein Kreis und dann zieht man hier so ein kleines Hebelchen und dann öffnet sich der Kreis spiralförmig oder so. Also der geht dann so auf, ne? Und ja, die ist natürlich auch schon überall ausverkauft. Vielleicht ist sie mittlerweile mal wieder nachgekommen, aber ich warte jetzt einfach mal einen Monat, zwei, drei, vier, fünf, bis ich mich dazu durchgerungen habe, nochmal 35 oder 30 € auszugeben. Das hier hat jetzt erstmal gereicht in Kombination mit dem, was jetzt gleich noch kommt. Ja, ich zeige euch jetzt auch mal, was da jetzt gleich noch kommt. Und zwar ist das diese Karte hier. Das ist das Reveal Wheel. Das kann man selber machen. Habe ich auch schon einfach selber gemacht. Aber es ist doch ein bisschen aufwendiger wie, und ich wollte es einfach mal probieren. Ich wollte mal probieren, wie das funktioniert mit so einer Stanze, ob ich da wirklich viel flotter bin. Also so sieht das Ganze aus. Man hat hier an der Seite so ein Rädchen und da kann man dann dran drehen und dann ändert sich hier oben dann, ja, der Schriftzug oder was auch immer man da reinstempelt. Das ist eine richtig süße Geschichte. Auf jeden Fall wird das Ganze irgendwie 3D festgeklebt und darunter ist so eine kleine runde Platte und da wird das drauf gestempelt und dann dreht man hier und dann hat man dann
einen unterschiedlichen Schriftzug. Und es ist eine wirklich schöne Geschichte. Wie gesagt, man kann es auch ohne diese Stanzform machen, aber hat mich jetzt nicht so vom Hocker gehauen, sagen wir mal so. Und deswegen war ich sehr interessiert an dieser Stanze. Deswegen habe ich mir die gekauft. Und passend dazu habe ich mir auch nochmal das Ding hier gekauft. Ich glaube, ich habe irgendwie im Kopf gehabt, dass das für die Seite ist. Ich denke, dieser Pfeil ist auch hier für die Seite, dass die Leute auch wissen, ja, hier musst du dran drehen, ne? Weil wir haben ja einmal diesen kleinen Pfeil und jetzt hat man halt einen anderen Pfeil. Und dieses Teil, das Guckloch quasi, ist einmal das. Und ich denke, das ist einfach jetzt ein gestitchtes Guckloch. Kann mich aber auch täuschen. Ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht. Da muss ich mich erstmal intensiver mit auseinandersetzen. Ja, wenn ihr zu den Dingern eine Anleitung möchtet, das hatte ich mir nämlich ernsthaft überlegt, ob ich dazu nicht auch eine Anleitung hochlade. Also eine Karte, wie ich die Karte bastel und dass ihr seht, wie das funktioniert. Weil mir fällt es auf Anhieb jetzt ein bisschen schwierig, da jetzt mit klarzukommen. Das ist für mich jetzt bestimmt so eine 2-Stunden-Aufgabe mit Dekorieren und Karte aussuchen und Kolorieren und Ausstanzen und Raffen. Also, ja, könnt ihr ja mal unten in die Kommentare schreiben, ob ihr da Bock drauf habt und wenn nicht, dann eben nicht. Obwohl, ich mache es dann trotzdem, weil ich denke, das ist gut so, dann mache ich es einfach, ne? Weil, sind wir mal ehrlich, aber die Zukunft, ich weiß nicht, was die Zukunft bringt. Vielleicht sitze ich ja hier halt auch bald in Quarantäne und dann könnt ihr euch aber auch darauf einstellen, dass ich hier alles zeige, ne? Also da machen wir eine Lipgloss-Verpackung, dann machen wir Geburtstagskarten, dann ich spam euch dann voll mit sämtlichen Videos, die ich mir hier so aus der Nase ziehe. Ich hoffe, dass es nicht so weit kommt, dass wir uns hier in Quarantäne setzen, weil, also ganz ehrlich, ich bin schon erschrocken, wie die Leute reagieren, wenn man sagt, man kommt aus Heinsberg, also dass sie dich nicht mit Sagrotan besprühen, das ist alles. Ich meine, es ist klar, ist das hier als erstes ausgebrochen, aber ja gut, der Typ, der hätte auch einfach irgendwo anders Karneval feiern können, ne? Also wäre es jetzt in Köln passiert, wäre es in Köln passiert, in Frankfurt oder weiß ich nicht wo, ist mir auch egal. Es ist halt scheiße, dass es jetzt Heinsberg war. Die Leute sind auch sehr außerorts schon auch asozial, muss man mittlerweile sagen. Also was man so bei Facebook liest, ne? So die scheiß Heinsberger haben uns das eingebrockt und so. Ich bin jetzt nicht so der eingefleischte Heinsberger, ich bin Kölsche Mädchen, das wisst ihr ja alle, aber trotzdem erlebt man hier seit über 10 Jahren und man will, also ich verstehe es halt nicht, ne? Ich weiß auch gar nicht, wie ich drauf gekommen bin. Ah ja, genau, weil ich so Videos machen möchte. Ich guck mal. Jo, und das war's auch schon, ihr Lieben. Das waren die Errungenschaften, die ich mir jetzt in den letzten Wochen so zugelegt habe. Ich habe das alles gesammelt in einem großen Körbchen, damit ich euch das alles zeigen kann, wenn es sich lohnt zu zeigen und nicht nur so ein 5-Minuten-Video ist. Ja, ich habe mir schon super lange nichts mehr gekauft. Ich habe immer so eine Buchse, wo ich immer alles reinschmeiße an Kohle, wo ich denke, ja, oder wenn ich, weiß ich nicht, bei eBay was verkaufe oder so, dann kommt das dann in meine Büchse für neue Stempel und so. Weil ich bin eigentlich sehr kniepig, was sowas angeht. Aber manchmal musst du halt auch einfach mal raushauen, um dich selber ein bisschen glücklich zu machen. Und ich denke, jetzt bin ich auch für die nächsten Wochen, Monate erstmal extrem glücklich. Ich würde sagen, ich verlinke euch mal die Sachen, die ich mir bestellt habe, unten in der Infobox. Falls euch irgendwas interessieren sollte, werdet ihr es auf jeden Fall dort finden. Und ich werde, ich möchte euch auch bitten, falls ihr irgendwas richtig geil findet und ihr möchtet es unbedingt kaufen, wäre es ganz, ganz toll, wenn ihr das über meinen Link machen würdet. Ich glaube, ich habe das noch nie so direkt gesagt. Ich habe da unten Produkte verlinkt, über die bekomme ich teilweise eine Provision, teilweise halt auch nicht. Die verlinke ich einfach so. Aber wenn ich über diese Produkte eine Provision bekomme, hilft mir das natürlich gerade momentan extrem über die Runden zu kommen. Nee, so schlimm ist es nicht. Also ich lag jetzt hier nicht am Hungertuch, ne? So wild ist es wirklich nicht. Aber würde mich einfach super freuen und erstmal ganz ehrlich so unter uns, das würde mir auch ein bisschen die Angst nehmen, weil die habe ich momentan. Also ich weiß jetzt nicht, wie viele Videos ich schaffe rauszubringen, weil manchmal haben wir das Gefühl, uns frisst die Angst hier einfach auf. Nicht die Angst, dass ich krank werde. Das ist mir egal. Ich hatte die letzten 8, 9 Jahre keine Grippe. Wenn jetzt mal eine kommt, dann soll sie halt kommen. Dann ist das auch gerechtfertigt für mich jetzt, ne? Aber das Finanzielle einfach, ne? Wenn die jetzt uns unter Quarantäne stellen sollten, aus irgendeinem Grund, dann können wir nicht mehr arbeiten und dann haben wir kein Geld mehr. Und dann ist es natürlich schön, wenn man noch irgendwas im Hinterkopf hat. Das ist jetzt nicht viel, aber da kann ich auf jeden Fall mal einen Einkauf von bezahlen irgendwann, ne? Wenn sich das so geleppert hat. Und das wäre auf jeden Fall ganz, ganz toll, wenn ihr das machen könntet. Wenn ihr das nicht machen möchtet, ist das auch vollkommen in Ordnung. Also da wird jetzt keiner gezwungen, aber es wäre für euch einfach nicht teurer.
Also ihr könnt das gerne nochmal vergleichen, wenn ihr jetzt zum Beispiel bei Kreativbunt auf einen Online-Shop geht und ihr gebt die Stanze ein, dann werdet ihr sehen, das ist genau der gleiche Preis, wie wenn ihr über meine Verlinkung reingeht, nur dass ich dann halt einen minimalen Prozentsatz an Provision bekomme von dieser Stanze, die ihr dann kaufen würdet. Und ja, das war es auch schon. Ich glaube, sowas habe ich noch nie gesagt, das mache ich auch normalerweise nie, aber ja, wie gesagt, da spricht wahrscheinlich echt die Existenzangst aus mir, ne? Ich sag ja, also wenn es hier hart auf hart kommt, knall ich hier jeden Tag ein Video raus und hoffe, dass ihr das alle guckt, damit ich und das ein oder andere kauft, damit ich Geld verdiene. Ey, Leute, es ist einfach, es ist wow, ich sag's euch. Naja, auf jeden Fall, ich möchte nicht jammern, ich wollte euch nur darauf hinweisen, dass ich über die Links auch ein bisschen was verdiene und ja, wenn ihr drüber kaufen wollt, dann kauft und wenn nicht, dann nicht. Ich bin da kein Böse und aber jedem dankbar, der es macht. Ich sehe das jetzt nicht, also ich weiß jetzt nicht, XY hat das gekauft, aber ja, keine Ahnung. Man sieht es ja halt dann später auch an der Summe, wenn da was bei rumgekommen ist. Juti, ich hoffe, euch allen geht's gut. Ich hoffe, der ganze Scheiß geht an jedem Einzelnen von euch vorbei. Und ich denke, wir hören uns ganz bald, weil ich jetzt erstmal das ein oder andere hier austesten werde. Und ich denke, da lasse ich einfach die Kamera direkt an, ne? Juti, ihr Hasen, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns bei meinem nächsten Video. Und tschüss.